Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, auf unserer Fahrt nach... Wo müssen wir überhaupt hin? Ich weiß es wieder nicht. Ich habe schon wieder vergessen, Mann. Es müsste eine App geben, wo ich weiß oder abrufen kann, wo ich hin muss. Denn ich bin sowas von vergesslich. Mit der ganzen Quatscherei. In der letzten Folge habe ich ja gefragt, was für eine Klasse Chemikalien haben wir im ADR. Da bin ich mal gespannt auf die Kommentare, die da kommen. So, jetzt muss ich hier rechts ab, glaube ich, ne? Genau. Dann müssen wir nach Kassel, ne? Genau, nach Kassel, glaube ich, müssen wir. Oder nach Kassel doch, oder? War das nicht nach Kassel? Oder kommen wir von Kassel? Irgendwas war mit Kassel. Und Dortmund war es, glaube ich, nicht. Und dann müssen wir ja mal eben schnell beim BVB vorbei. Ihr wisst ja, ich bin BVB-Fan. Der wahre Fußballverein in Europa, BVB. Schade, dass Kloppi weg ist. Da werde ich selber müde. Wenn es dunkel wird, werde ich müde. Das wirkt sich auf meine Fahrt nieder hier. Ah, jetzt muss der Motor bearbeiten, aber ihr seht, die Nadel geht konstant nach oben. Das interessiert dem nicht. Oh, Fernlicht Willi. So, wir fahren jetzt hier rechts rein. Oh, wieder zu weit ausgeholt. Wieder zu weit ausgeholt. Wobei, der Hänger läuft schön nach. Es ging noch mal gut. Ja, und wo die alle ihre Ladungen hinbringen, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Und ihr seht, wie schön der 700er ist. Und wenn der 750er dann voll ausgebaut ist, haben wir wirklich einen genialen Truck. Und der neue Volvo macht einfach so viel Spaß. So, es muss jetzt hier irgendwie links abgehen. Und da kommt einer ohne Licht angefahren. Das muss man machen, mein Freund. Dann schiebe ich dich nämlich in den Graben. Will der mich noch rammen oder was? Der kleine Lappen. Hat er mich aber nicht mehr getroffen, wa? So, dann müssen wir den da hinten hinbringen. Diesel für eure Maschinen, eine Chemikalien. Bestimmt Beize, Holzbeize oder sowas. Damit die hier das Holz verarbeiten können. So, dann schieben wir den schnell rein. Guck mal wieder raus, ist am einfachsten. Gucken wir raus, gucken sie rein. Nein, 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 da will ich nicht hin, ich will hier hin. Richtig schön in einem gerade nach hinten schieben. Wobei das auch wieder nicht ideal sein wird. Leider. So, dann werden wir abgeben und mal schauen, was wir da bekommen. Und wieder richtig Kohle auf unserem Konto. Und Level 6, jawohl, Level 6 sind wir schon. Fortfahren. So, dann schauen wir uns mal. Und wieder können wir einen Punkt, dann werden wir jetzt den letzten in Klasse 1 explosive Stoffe laden. Dann hätten wir jetzt unsere komplette Gefahrengut abgeschlossen. Wir haben alles erlernt, was Gefahrengut, also wir dürfen jetzt hier Klasse 1 fahren, Sprengstoff, Gase, Gase sind ja Klasse 2, Klasse 3 ist brennbares Zeug wie Diesel und Benzin und so was. Klasse 4 oder 4.1, eher gesagt, ist ja diese feste brennbare Stoffe. 6 sind toxische und giftige Stoffe und ja, und so weiter und so fort. Ich darf ja nicht so viel verraten, weil wir noch ein Gewinnspiel, aber eine Frage offen haben.
Ich schau mal auf unserem Tacho, wie viel Zeit wir jetzt noch übrig haben. Ja, wir haben noch ganze 5 Minuten. Das reicht schon. Dann gehen wir schon mal hin mit 60.000 und schauen mal, wie unser Truck denn jetzt aussehen würde. Was haben wir hier? Iveco? Ne, Iveco möchte ich gar nicht. Blah. Da kriege ich die Krise. Dann schauen wir mal, wie der denn jetzt aussehen wird. Ausführung ändern, was wir derzeit alles ändern könnten. Wir könnten immer noch nicht, Level 8 könnten wir das größere Haus bauen. Das Fahrwerk könnten wir auch nicht ändern, aber wir können die Maschine schon ändern auf 540 PS. Damit könnten wir schon einsteigen direkt am Anfang. Das werden wir auf jeden Fall machen. Wir werden nicht mit 420 rumgurken, sondern direkt 540 PS. Das Getriebe war ja klar. Interieur wollen wir nicht ändern, da auch nichts. Mal beim Anbau können wir mal reinschauen, was es denn da schon alles gäbe. Ein bisschen Tuning muss ja sein, das wäre schon nicht schlecht. Und was hätten wir denn da? Da hätten wir nur diese hier. Naja, ich möchte auf jeden Fall oben ein paar Hübchen haben. Ein paar Hübchen-Typchen. Das wäre Kacke, das hätte ich denn lieber. Dann hätte ich hier nämlich schon die Sander. Die Thunder gibt es noch gar nicht. Aber auf jeden Fall, dass wir dann mal vernünftig Alarm oben machen können, dass wir die anderen dann auch mal wieder grüßen dürfen. Ne? Also da ist schon einiges möglich, meine Freunde. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Denn wir haben immer noch zu wenig Kohle, um erfolgreich zu sein. Aber wir wären bei 540 PS schon mal angekommen. Und was würde denn kosten überhaupt? Die anderen, die kann man alle nur mit Level 10, Level 14 kaufen, schon hier die dicken Maschinen. Ne? Also wir müssen schon noch was leveln, aber ihr seht ja, wir haben bei 0 angefangen, beziehungsweise bei Level 1. Und hier, das ist unser Traum, 750 PS. Mein Gott, ist das eine Granate. Wirklich, auch das Interieur ist super, super toll. Und ja, ich kann es nur immer wieder sagen, es ist wirklich ein Granatenfahrzeug. Wobei eine neue Mercedes, also wenn ich die Wahl hätte, ich müsste mich entscheiden, oder wenn du sagst, fahr mal was anderes außer Volvo, dann kämen für mich nur noch in Frage Scania oder Mercedes in diesem Spiel. Ich glaube, ich würde dann definitiv Scania fahren. Wobei der neue Mercedes mir auch wirklich vom optischen her gut zusagt. Auf der anderen Seite gefällt er mir nicht, weil er. Ja, so ein enges Cockpit hat. So. Ich weiß nicht, man kommt sich da drin so verloren vor, obwohl die Gigaspace auch viel, viel größer ist, aber das sieht alles irgendwie so, zumindest hier im Spiel, zusammengedrückt aus. Ja. Gut, ich würde sagen, wir machen heute mal frühzeitig Schluss bei dieser Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal wieder fürs Zusehen. Wir sind bei 60.000, ich schätze mal noch so 5, 6 Fahrten. Und dann sollten wir fast an die 100.000 Marke kratzen und können uns dann einen eigenen Truck holen und dann können wir unsere Firma gründen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye bye.